Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Infected mit Blick auf unsere Basis von oben. Wir sind auf dem House of the Babel. Und wie man sehen kann, ich konnte es nicht lassen. Ich konnte es nicht lassen, einen Weg rüber zu machen. Also, ob ich da hier was bauen werde, weiß ich nicht. Geht automatisch runter, ne? Okay, ich wollte gerade sagen, nicht, dass sich jetzt irgendwie ein Bein bricht. Okay, aber ich konnte das nicht lassen. Ich musste einfach mal eine Brücke auf den Nachbarberg bauen. Theoretisch könnte ich noch darüber bauen. Das ging ja theoretisch. Eigentlich wollte ich ja looten. Also einen Lootweg anzetteln. Aber da wir schon mal gerade dabei sind. Dabei. Mal hier mal eben kurz. So, ein bisschen fürs Auge. Probieren wir es mal. So, jetzt kann man vielleicht die normalen Decken nehmen, dann schlagen die von unten gegen die Holzpfähle. Geht das vielleicht irgendwie hier so dran? Warum kann man da jetzt nicht dranhauen? Alter. Manchmal ist das Spiel ein bisschen verwirrend. Vielleicht braucht er noch eine Foundation. Ah. Eine kann ich noch machen, glaube ich. Das ist aber gut hier. Mehr sollte ich nicht machen, sonst geht aber noch. Geht noch. Eine ging noch. Warte mal. So. Manchmal kann der hier was dran bauen, manchmal auch nicht. Das ist ein bisschen komisch. Aber wir probieren es natürlich weiterhin. Warum kann man jetzt hier nicht bauen? Das ging ja da hinten auch. Was soll das? Also manchmal ist das schon ein bisschen irritierend. Woran liegt denn das jetzt, dass man jetzt hier nicht bauen kann? Muss man jetzt noch ein bisschen breiter machen? Versuchen wir mal unser Glück mit dieser Variante. Auch nicht vielleicht jetzt irgendwie. Ah, es liegt daran, dass wahrscheinlich jetzt mittlerweile zu weit weg. Wobei, nee, so weit weg kann nicht sein, sonst könnte ich hier keine Foundations bauen. Sonst könnte ich hier keine Foundations bauen. Für Recht und Verfassung. Probieren wir mal hier was aus. Ist hier theoretisch noch dran bauen könnte, wenn ich wollte. So, hier geht es nämlich noch. Hier. Decke an Decke. Warte mal. Ich habe da hinten. Ich versuche das gerade zu verstehen, warum das Spiel das jetzt hier nicht wollte. Bei Foundation konnte er ja bauen. Ganz kurz gucken. Okay, noch kurz gucken. Wer hat hier? Okay, ich muss wahrscheinlich. Wand muss er wahrscheinlich sein. Darauf muss eine Decke gebaut werden. Das geht nicht Foundation auf Foundation. Muss da gucken, ob ich da irgendwie mir dann eine Wand hinsetze. Ein bisschen Spielerei haben wir hier wieder. Ein bisschen Spielerei. So, das sollte schon reichen, glaube ich. Dann machen wir hier eine Treppe hoch. Das geht nicht von an Foundation und Decke. Man muss ja erst eine Wand bauen. Logisch eigentlich, ne? Eigentlich auch logisch, weil Decke ist ja oben, ne? Und das bringt man an Wand. Und ja, war ich wieder ein bisschen verwirrt. Haben wir hier eine Foundation? Geht das? Ne, Foundation ist Blödsinn. Vielleicht eine als Repair? So eine vielleicht? So passt die Treppe mal. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt müsste das funktionieren. Ja, es ist noch früh am Morgen. Also ich bin mal. Ja, siehst du mal. Jetzt geht's doch. Jetzt geht's doch. So.
bauen wir sie mal eben kurz noch rüber. Können wir über den Berg hinweg gucken. Hier ist die Sicht noch nicht ganz so schön. Vielleicht dahinter ja vielleicht eine bessere Sicht. Ein bisschen Spielerei, bevor wir dann groß looten fahren. So. Also die Decken kann man wirklich nur bauen, wenn es von der Wand abgeht und nicht von der Foundation aus. Ja, das hätte ich wissen müssen, aber wie gesagt, es ist noch früher morgen. Ach, guck mal, wie weit der Pfahl reicht, ne? Man kann trotzdem noch bauen. Zumindest diese Deckendinger hier. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob die jetzt trotz von unten noch hier gegenschlagen können. Wahrscheinlich können sie es, wenn sie wollen. So, jetzt kann man hier bestimmt dann so ganz einfach hochgehen. Und schon braucht man keine Leiter. Gucken wir uns das mal hier an. Guck mal, wie schön flach das hier oben ist. Was für ein schönes Haus man hier bauen könnte. Hier oben auf den Hügeln. Ja, wie sieht die Sicht hier aus? Ah, man könnte hier einen leichten Weg zum riesengroßen Wald machen. Man könnte dann hier vielleicht eine Rampe untermachen, direkt zum Wald. Natürlich kommen die natürlich auch hier hoch. Die sind ja auch nicht doof. Da könnte man einen kleinen Spaziergangweg zum Mammutwald machen. Und dann, wenn man Holz bräuchte, könnte man sich dann hier den Wald auf der Seite abholzen. Theoretisch würde das gehen. Man könnte sich jetzt so vom Berg zu Berg dann, glaube ich, Wege machen, wenn man das jetzt wollte. Wenn man es wollte. Ja. Nun gut. Das soll aber jetzt auch alles gewesen sein. Wie kann man hier noch eine Sicherheitsbrüstung bauen? Ja, man kann so ein bisschen rumspinnen, ne? Man kann hier so ein bisschen rumspinnen. Man kann sich... Es geht aber auch nur, wenn man hier das Material sich vom Spiel schenken lässt. Man müsste jetzt hier das ganze Holz hinschaffen. Das ganze Material. Das wird ja ewig dauern. Das geht nur mit der Spielerei. Umsonst bauen. Sonst wäre das ein bisschen, ja... Hätte der Spieler, glaube ich, Langeweile. Wenn man das Ganze jetzt hier mit Material her schaffen. Machen würde. Könnte also theoretisch überall Wege schaffen. Von Berg zu Berg. Ne? Da könnte man dann oben rum, ohne Gefahr zu laufen, dass man dann plötzlich angegriffen wird von Tieren oder sonstigen zweibeinigen Gelumpe. Das würde funktionieren. Wenn wir mal ganz viel Langeweile haben, machen wir noch mal ein paar Touren hier. So Skyways. Erinnere ich mich mal ein bisschen an Mist Survival, da habe ich das nämlich auch gemacht. Ihr könnt euch vielleicht mal daran erinnern, da ich da auch so Skyways gebaut habe. Was ganz cool war, ehrlich gesagt. Und man schön bequem oben in luftiger Höhe von A nach B rennen. Bei Nacht und Nebel. Ich liebe diese kleinen Spielereien manchmal. Aber wir haben natürlich noch andere Sachen vor. Wir müssen natürlich jetzt gleich noch ein bisschen looten fahren. Wir brauchen ja noch einige Gegenstände zum Verkaufen für den Händler. Wir haben ja in unserem großen Krokorucksack schon die anfänglichen Dinge ein bisschen sortiert, die wir so brauchen. Die am meisten Wert bringen. Wir wollen ja unser Haus weiter einrichten. Und die Fähigkeiten, Fertigkeiten, die wir dafür brauchen, können wir beim Händler uns dann erlangen. Dafür brauchen wir aber ein bisschen Gold, ein paar Münzen. Dafür müssen wir auch nicht verkaufen. So, machen wir eine Sicherheitsbrüstung hin, aus Sicherheitsgründen. Damit keiner runterfällt. Versehentlich. Kann man dann hier, ja,
Spielerei. Es ist Spielerei. Naja. So, wir sollten uns vorher noch ein bisschen stärken und wir sollten am nächsten Morgen losfahren. Da haben wir mehr Zeit. Dann haben wir mehr Zeit. So, wir können ja hier auch nochmal eine Rüstung bauen. Die Zeit haben wir. In der Brüstung hier den Eingang hin. Ja, warum nicht? So, gut. Ich bin verrückt, ich weiß. Ich bin verrückt, ich bin total verrückt. Aber es macht Spaß. Es macht einfach Spaß, so diese kleinen Versuche hier. Und ich finde, dieses Häuslein hier sieht richtig cool aus. Der Turm. Der Hausturm zu Babel. Und ich denke, man kann hier eine Menge tun. Kann hier sich richtig schön einrichten, glaube ich. Und unser Wintergarten, wo wir dann sitzen können im Winter, ohne zu frieren. Ein paar freundliche Gäste einladen. Das Haus kann man natürlich dann theoretisch dann auch in Stein umwandeln mit dem jeweiligen Material und den Hammer. Aber ich denke, die Holzoptik gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber können wir mal überlegen später. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. So, erst einmal ein bisschen bespeisen. Ich glaube, der hat noch ein bisschen Fleisch. Ich glaube, der Mike, der futtert, glaube ich, am meisten das selbstgeerntete. Habe ich noch Fleisch hier? Oh, das Fleisch ist auch schlecht geworden mittlerweile. Oder war hier Fleisch drin? Ich bin ganz sicher. War hier nicht irgendein Fleisch? Da war Fleisch. Das essen wir erstmal eben kurz gleich. Das bringt ein bisschen Tinte auf den Füller. Der Mike, der versorgt sich mit seinem eigenen Anbauten. Melone bringt nur 4, Kartoffeln bringt 2. Die Menge macht's natürlich. Ja, das Nahrung hätte ich eigentlich gedacht, würde auch beim Händler was bringen. Aber, wie man sehen kann, 0,02 ist nicht wirklich viel. Das kann man dann lieber selber futtern. Das kann man dann lieber selber futtern. Dann nehmen wir uns, dass man, achso, warte mal, kann ich das noch? Bisschen Bio, diese Moin Mike, Abend, hallo, also guten Tag. So, mal ein bisschen Bio, diese, wenn wir schon mal hier sind. Das Wetter ist so gerade schlecht. So, dann sortieren wir mal ein bisschen um hier. Das Frühstück mal morgen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sollten wir mal haben können. So, dann packen wir das mal hier rein. So. Ja, die Ölkanne 0,50. Wir werden sie auch einsammeln, wenn wir sie finden. Wir werden sie auch einsammeln. Weil wir es können. Na, es schläft ja trotzdem. Alter. Ich möchte drüben schlafen. Na gut. Dann kurz rübergehen. Runde pennen. Machen uns fit. Wir haben 27 Bolzen, das sollte eigentlich reichen. So, dann nehmen wir uns mal einen Kürbis schon mal mit. Guck mal, wie schön das ist, die alle Kürbis. Also, wir sollten auch theoretisch auch ein paar Melonen vielleicht. Ah, oh, schon voll. Warte mal, ich kann das ja noch ein bisschen, bestimmt noch ein bisschen umpacken hier. Damit wir hierfür auch ein bisschen das eine Hälftchen hier mitnehmen können. Immer noch nicht, warte. Woran liegt es? Warte mal, wir können das ein bisschen schieben hier. Wir können das doch mitnehmen. Sage ich doch. So, gucken wir mal kurz hier. Ob man hier nochmal eine neue Melone ernten kann. Wir brauchen ein bisschen mehr Melone. Die Kartoffel vielleicht, ne? Ja, genau. Warte. Wir wollen hauptsächlich die großen Melonen anbauen. Mais, Gurke. Aber die hier. Dann pflanzen wir da lieber das hier. Ja. Damit die Kisten auch voll werden. So. Das ist die Naturkiste. Packen wir es mal da rein. Und pennen mal eine Runde bis zum nächsten Morgen. So.
Energie geht wieder hoch. Energie geht wieder hoch. Los geht runter. So, ist wieder windelig draußen. Haben wir irgendwo noch. Können wir erstmal kurz was futtern. Warte mal. Futtern wir mal eine Runde. Machen wir uns richtig schön fit für unseren Ausflug. Machen wir uns richtig fit. Oh, ich habe Kartoffel gefuttert. Das ist. Ich hoffe, ich kriege keine Vergiftung dadurch. Das wäre nicht gut. Das wäre nicht gut. Habe ich noch sauberes Wasser im Petto? Das Wasser können wir hier rein tun erstmal. Können wir uns dann vielleicht auch die Hände mitwaschen später. Aber ich habe hier bestimmt noch irgendwo sauberes, oder? Oh, ich hab nur noch einmal sauberes Wasser. Nehmen wir auch nur eine Flasche mit. Ich habe jetzt keinen Bock jetzt anzu. Notfalls trinken wir dann schmutziges Wasser irgendwo aus dem Teich. Achso, hä? Einlegen bitte. Danke. Geht doch. Können wir auch mehr Essen und Trinken mitnehmen von unterwegs, von der Loot-Tour. So, die Reihenfolge, ne? Von oben nach unten, ne? Das sind die Sachen, die wir sammeln wollen. So, wir haben soweit alles. Dann können wir ja losziehen. Ja, dann können wir ja losziehen. Unten müssen wir jetzt mal ganz kurz das Tor aufmachen. Wir müssen die Spikes wegsetzen. Damit wir hier raus. Hier rauskommen. Weil die Kollegen, die schlagen das Tor nämlich mächtig schön ein. So, dann geht's einmal rückwärts raus. Wir haben 4 Kisten. Ich weiß irgendwie nicht, wie der Voucher es gemacht hat, hier mehrere Kisten drauf zu bekommen. Ich kriege es nicht hin. Wahrscheinlich jetzt. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat. Wir anpassen. Mausrad drehen, das dreht er. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriege. Eine Höhe vielleicht noch? Wäre ich unten? Ich weiche mal kurz runter und mache es dann. Jetzt gibt es leider kein Rückwärts. Kein Rückspiegel. Das ist nicht gut. Aber wir kriegen es irgendwie hin, runterzukommen. Wow, Alter. Schön. Ja, das ist schön. Ja, ja, wir sind unten. Wir sind unten. Wir sind unten. Schön. Okay, Hauptsache unten. Hauptsache unten und von außen sieht's aus. Ja. Also wir haben eine schöne Garage. Wir müssen halt gerade runterfahren, theoretisch. Oh Mann. Oh, herrlich. Also warte mal. Das macht keinen Sinn gerade. Ab zu mir. Super. Egal. Man kann mit P ja immer wieder den Wagen uns wieder auf den rechten Weg bringen. Zum Glück kriegt er keinen großartigen Schaden. So. Gut. Super. Mega. So. Haben wir ein bisschen Obst und Gemüse zum Abbauen. Ich glaube, damit werden wir hier nicht großartig gesegnet. Vielleicht von oben oder so? Vielleicht kann ich von oben vielleicht mal probieren. Ein paar Kisten drauf zu packen. Geht das denn hier? Machen wir mal so testweise. Komisch. Haben die das rausgefixt, von denen man nicht mehr so viele Kisten drauf stapeln kann? Aber es macht keinen Sinn, weil die am Ende, also hier vorne, da würde dann was drauf passen. Ich verstehe es nicht. Warum das jetzt nicht funktioniert. Hier oben drauf geht auch nicht. Warum geht denn das nicht? Wie echt, das macht mich echt fuchsig. Wie sieht es mit so einer Steinkiste aus? Auch die geht nicht. Komisch, also ich kann nur tatsächlich nur 4 Kisten hier drauf packen. Oh, du Heimatland. Aha. Scheiße, ja. Ich habe vergessen, die Kiste zu leeren.
Oh, du Heimatland. Ich hab vergessen, die Kisten zu leeren. Ach, ernsthaft jetzt Spiel. Warum kann ich jetzt hier nicht bauen? Warum kann ich hier nicht hier hinsetzen? Jetzt setz dich doch mal hier hin. Hä? Hier geht's. Ja, ist ja herrlich. Schön. Ich habe ja keine Lust, das jetzt hier zu sortieren. Ich möchte neu. Wir haben natürlich jetzt auch neues Loot hier schon drin, den wir auch verkaufen können. Aber ich möchte natürlich mit euch nochmal frisch looten gehen. Jetzt können wir mal gucken, ob ich jetzt mal neue Kisten hier draufsetzen kann. Und dann mal gucken. Ich habe vergessen, die Sachen rauszuholen. Das ist ja unfassbar. Ich war mit anderen Dingen beschäftigt. Jetzt kann ich gar keine mehr hier bauen. Was soll das Scheiß? Warum kann ich jetzt hier keine Kisten mehr draufsetzen? Was soll das? Was soll der Kack? Liebe Leute, also. Wieso? Vielleicht außerhalb des Wassers? Ich verstehe es gerade nicht, ganz ehrlich. Warum ich hier keine Kisten draufsetzen kann? Keine neuen. Was soll das? Hier geht's, aber hier auf dem Wagen nicht. Was soll der Kack? Ist das ein Bug oder was? Was soll das? Ach, hier geht's. Unten muss ich die bauen. Ich muss die erst fertig bauen und dann kann ich die hier draufsetzen. Okay, dann machen wir es nochmal. Vielleicht geht es jetzt auch mehr Kisten. Ich geh doch mal nicht immer da rein. Verdammt, eine Axt. Ich muss die erst bauen. Okay, dann versuchen wir es mal. Also, vielleicht erst. So, jetzt kann ich sie draufsetzen. Okay. Man kann sie nicht neu bauen oder draufsetzen? Okay. Interessant. Und dann kann man das auch mehr setzen. Okay, alles klar. Okay. Ich meine, ich hätte das schon mal probiert irgendwann. Jetzt kann ich auf jeden Fall auch dann 6 mitnehmen. Man muss die erst auf dem Boden bauen. Ich hatte doch schon mal eine fertige Kiste gehabt irgendwann. Ich hatte irgendwann schon mal eine fertige Kiste gehabt. Das ging da auch nicht. Also irgendwie ist das manchmal ein bisschen mysteriös. Naja, haben wir immer jetzt schon mal 6 Kisten. Schön schief. So, wie sieht es hier vorne noch aus? Ja, hier vorne doch, da ging es gerade. Ne? Hier oben drauf vielleicht, ne? Ja, hier oben. Kann ich hier drauf springen vielleicht? Geht das? Kann ich hier noch irgendwie drauf kommen? Ah. Was lange wird, wird endlich gut, oder was? Nach dem Motto. Schön. Ah. Ich werde dann doch ab und zu noch mal ein bisschen schlauer. Okay. Gut zu wissen. Kann ich denn noch eine nehmen? Theoretisch. Wie hoch kann ich denn bauen? Also den Kistenturm. Okay, das ist glaube ich das Maximale. Das ist glaube ich das Maximale. Aber ist ja schon mal ein Anfang. Also 9 Kisten. Machen wir die mal im Kurs weg hier.
So, 9 Kisten. Ist ja schon mal ein Anfang. Jetzt muss natürlich das Ganze nur noch draufbleiben. Das kennt man ja schon von Miss Survival, also von dem Wagen. Dass man da, wenn man da zu viel drauf packt, der Wagen dann die Sachen in der Luft schweben lässt. Aber sieht gut aus. Sieht gut aus. Wir fahren dann mal einmal zur Hochhaussiedlung. Und werden dort dann einmal anfangen, ein bisschen zu looten. Immer schön am Felsen lang. Immer schön am Felsen lang. Du da, du da. So, da kommt gleich die Straße. Aber vorher noch ein Baum, der sich uns in den Weg stellt. So, und schon wären wir da. Okay. Gut. Ich werde vorher noch mal ganz kurz bei der Mine vorbeischauen. Da können wir es vielleicht, machen wir dann vielleicht in der nächsten Folge dann, die Hochhaussiedlung. Gucken wir ganz kurz nach, wie es in der Mine ausschaut. Ich werde noch mal ein bisschen Biodiesel. Wobei, ich habe den Biodiesel nicht dabei mehr. Ich habe gerade die Kiste weggeräumt, was drin war, glaube ich. Aber ich hab, glaube ich, ein bisschen was da gelassen in einer Extraktorkiste. Ich glaube, da noch mal ein bisschen Saft einfügen. Dann machen wir einen kleinen Halt bei der Mine. Dann speichern wir da einmal kurz ab. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns dann komplett um das Looten. Hat sich ein bisschen verzögert, weil ich ein bisschen bauen wollte. Also uns den Weg zum anderen Felsen. Und mir hier endlich mal, ja, ich wurde endlich schlau. Ich habe endlich dann herausgefunden, man kann die Kisten nicht schon. Man muss die Kisten auf dem Boden fertig bauen. Und dann kann man sie auf dem Truck platzieren. Ja, manchmal, ja, ich lerne manchmal ein bisschen später, aber es kommt. Wir haben wir jetzt einen Loot-Truck mit 9 Kisten, was schon mal sehr gut ist. Da passt eine Menge rein. Und wir haben auch unseren Koko-Rucksack, unseren Krokodil-Rucksack. Da passt ja auch einiges rein. Also wir werden schon einiges bekommen. Ich werde jetzt schauen, dass ich auch nur das mitnehme, was wir dann auch im Rucksack liegen haben, was am meisten bringt. Außer natürlich Essen und Trinken, das kommt natürlich immer mit. So, wahrscheinlich werden wir jetzt gleich angegriffen oder morgen früh. Hab schon ein Gefühl. Aber da hinten ist noch ein bisschen Kürbis, das können wir uns mitnehmen. Da ist schon ein bisschen Frühstück. Ach, das ist Wild. Das ist kein Kürbis. Hey, Kürbiskopf! Hier wächst aber auch nicht so viel gerade. Ich dachte, hier würde ein bisschen was wachsen, aber wir könnten das Wildgetier könnte man vielleicht mitnehmen, wenn wir es nochmal finden würden. Das könnte man vielleicht nochmal jagen. Aber ist natürlich jetzt weg, ne? Da habe ich nicht aufgepasst. Wo ist denn das? Ich höre es doch. Ich höre es doch. Wo ist es denn? Wo bist du denn? Ich würde dich ganz gerne lieb streicheln mit meiner schönen, netten Armbrust. Jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg. Naja, gut. Okay, dann gucken wir mal. Wie sieht es hier aus? Ah, wir haben noch genug. Füllen wir mal auf. Kupfer haben wir jetzt auf jeden Fall. Machen wir nochmal an. Machen wir hier nochmal gucken. Da können wir auch nochmal was nachlegen. Mal an, machen wir genügend Kupfer erstmal. Hier machen wir nochmal Aluminium. Das geht auch nochmal. Was wieder reinlegen. So. Theoretisch können wir uns auch noch einen vierten uns hier schenken lassen. Wenn wir schon mal hier sind. Und wenn wir kostenlos bauen, gönnen wir uns mal noch einen vierten. Hier so, mittendrin in der Höhle. So. Wenn dann richtig.
Machen wir hier nochmal Aluminium. So. Gut, wie viel haben wir jetzt? Wir haben jetzt 11 Uhr. Oh, wir haben noch früh. Da können wir ja jetzt gleich noch looten gehen. Dann brauche ich gar nicht zu schlafen. Dann brauche ich gar nicht zu schlafen. Ja, Freunde, machen wir in der nächsten Folge weiter. In der nächsten Folge werden wir dann uns mit dem Loot-Truck, jetzt mit 9 Kisten, dann zur Siedlung aufmachen und anfangen, unser Zeug hier zusammen zu looten, was wir hier so haben. Das bringt am meisten Kohle. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne mal Kommentare schreiben. Bitte nett bleiben. Ihr wisst ja, wie ich bin. Also das mit dem Truck, da mit den Kisten, ha, dass man die nicht auf den Truck bauen kann, hätte mir eigentlich klar sein müssen, aber eigentlich auch nicht. Eigentlich hätte man auch auf Truck bauen können, die Kiste, also fertig bauen können, dass man die erst auf den Boden stellen muss. Naja, egal. Wir haben es auf jeden Fall hinbekommen. Genauso wie der Himmelsweg zur anderen Fels-Location, wo man auch theoretisch bauen könnte, weil es so schön flach da oben ist. Und das ist auf jeden Fall sicher, ne? Da kommen auf jeden Fall keine Infizierten hin. Müssen wir nur noch einen Weg nach unten irgendwie machen. Vielleicht eine Rampe irgendwie so setzen, dass sie da nicht drankommen. Mit einem gewagten Sprung, wie dann da immer hoch und runter kommen. Da könnte man sich auf dem Felsen wirklich eine gute Basis mit weiter aufbauen. Würde gehen. Ja, aber erst einmal mache ich jetzt hier mal einen Cut. Nächste Folge ist die reine Loot-Folge. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Nächste Folge geht's weiter. Mach's gut. Bis denn. Ja, schreibt mal gerne in die Kommentare weitere Ideen und Anregungen. Würde mich sehr freuen. Da sage ich jetzt Ciao und Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.